Hallo meine Lieben, ja schön, dass ihr hierher gefunden habt. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes sonniges Wochenende. Ja, wir werden heute gemeinsam eine Legung machen und die Karten befragen, ob ein Neuanfang zwischen dir und deinem Wunschpartner angezeigt wird oder die Tendenzen, wie sie aussehen. Schau bitte, ob du in Resonanz damit gehst, denn das ist eine allgemeine Legung. Wir haben hier von Engel der Liebe Orakel, du verdienst es, geliebt zu werden, du bist liebenswert. Genau, also egal was ist, ja, du hast es verdient, geliebt zu werden. Geh da nicht unter deinem Wert, nicht unter deinem Standard. Du hast einen Menschen an deiner Seite verdient, der dir genau das gibt, ja, was du eben auch verdienst. Und zwar jemand, der sich dir committet, ja, der dich wirklich auch aufrichtig liebt. Wir haben hier die Visionen von Herzen fühlen Karten. Die sagt aus, deine Visionen zeigen dir, wer du wirklich bist. Ganz wichtig ist, wir haben jetzt zwar die Frage gestellt, ob ein Neuanfang für dich ansteht, aber hier geht es vor allem auch um deine Visionen, deine Vorstellungskraft. Was siehst du in deinen Visionen? Siehst du dich bereits mit deinem Wunschpartner? Fühlt es sich echt an? Hast du das Gefühl, aus der Natürlichkeit heraus, dass ihr beide zusammengehört? Dann kann das hier ein guter Hinweis sein, dass ihr beide auch zusammengeführt werdet, ja? Denn eure Seelen wissen es ja bereits. Oft ist dann das Ego dazwischen. Ne, das weißt natürlich du am besten, ob sich das dann wirklich auch echt anfühlt. Genau. Aber wie gesagt, auch trotzdem nicht unter deinen Wert gehen. Ja, solange sich jemand heiß-kalt dir gegenüber verhält, sage ich jetzt mal, gehst du eben oder solltest du auch nicht all-in gehen. Denn du hast eben auch einen Menschen an deiner Seite verdient, der dich priorisiert, ja, und auch wirklich sich komplett mit dir einlässt. Was sagt denn das Mondorakel? Zeig der Welt dein wahres Ich. Das heißt jetzt auch wirklich nochmal der Hinweis, auch für euch beide, ne, für dich und deinen Wunschpartner. Das Ablegen der Masken kann hier der Schlüssel einfach auch sein, wirklich auch mutig zu sein, auch mal Gegenwind zu geben, sich nicht vielleicht immer anzupassen, um es dem anderen recht zu machen. Denn oft ist es genau das, was den anderen unterbewusst auch wegstößt. Ja, deshalb wirklich auch mutig sein, auch authentisch zu sein, auch mal Ecken und Kanten zu zeigen. Ja, genau, so quasi ohne Angst. Auch Entscheidungen zu treffen, auch dich so zu verhalten, dass man auch wirklich seine Meinung sagt. Somit kann auch wieder so eine Attraktion auch ansteigen zwischen den Wunschpartnern, ja? Genau. So, jetzt schauen wir aber mal, was das Tarot sagt, was die Karten sagen, ob ihr beide wieder einen Neuanfang haben werdet. Da werde ich 6 Karten ziehen. Wir haben hier einmal die 3 der Schwerter, die Sonne, der König der Kelche, die 5 der Schwerter, das Ass der Stäbe. Wow, und die 6 der Stäbe. Was haben wir an der Unterseite? Den Teufel. Den nehmen wir natürlich auch dazu. Ich werde heute tatsächlich mal mit dem Lenormand die Karten abklären. Also zurzeit nehme ich tatsächlich noch tiefe Verletzungen wahr zwischen euch beiden. Ne? Wir haben hier die 3 der Schwerter. Egal, was hier vorgefallen ist, hier darf das Herz noch geheilt werden. Vielleicht ist es noch zu früh für einen Neuanfang. Und wir haben hier die Schlange, ja. Die kann bei dem einen oder anderen von euch dafür stehen, dass hier vielleicht noch eine andere Person noch dazwischen steht, aber auch eben für Komplikationen, ja. Das heißt, es kann unter Umständen noch hier, weil die Schlange muss ja auch erstmal die alte Haut abstreifen, Verletzungen auch verarbeiten, kann unter Umständen noch etwas länger dauern. Oder aber ne, je nachdem, wie weit schon quasi diese Herzheilung passiert ist. Aber hier muss tatsächlich erstmal die alte Haut abgestreift werden, vielleicht auch Verletzungen in die Verzeihung gebracht werden, um sich einfach auch wieder in die Herzöffnung zu begeben. Und da habe ich tatsächlich das Gefühl, dass genau diese Auszeit jetzt zwischen euch dafür genutzt werden sollte, in die Selbstliebe zu kommen, sich wirklich nochmal bewusst zu machen, wie viel du auch vor allem wert bist, ja, dass du dir das auch wirklich nochmal verinnerlichst, was du verdient hast, eine verbindliche Beziehung mit deinem Wunsch. Partner und auch den Mut entwickelst, dein wahres Ich nach außen zu zeigen. Genau. Aber diese Karten, die jetzt hier drumherum noch liegen, die finde ich auch sehr schön. Aber lass uns die auch noch mal klären, weil wir haben hier nämlich auch die Sonne, die ja auch für großes Glück steht, ja. Und du darfst hier Zuversicht auch haben, Vertrauen haben. Und
Schau mal, wir haben hier das Herz, ja, als Klärungskarte. Also hier ist die Liebe und die innigen Gefühle auch angezeigt, ja, und auch hier eben das große Glück nach eben dieser Herzheilung, ja, die hier passieren darf, auf beiden Seiten von euch beiden. Also wie gesagt, bleib deinen Visionen treu, ja, deiner Vorstellungskraft, und wenn du das Gefühl hast, das fühlt sich richtig an zwischen dir und deinem Wunschpartner, sehe ich hier zuallererst diese Lernaufgabe, in die Selbstliebe zu kommen, um dadurch eben auch deinen eigenen Kelch voll zu machen, und somit strahlst du das auch natürlich in die Außenwelt aus, und das, was du von dir denkst, ja, oder was du über dich selber fühlst, das wird auch ins Außen gespiegelt und das wird dir auch zurückgespiegelt, ja, und das ist hier, glaube ich, auch dieser Schlüssel, dass ihr beide, sag ich mal, nicht da anfangt, wo ihr aufgehört habt, mit Verletzungen vielleicht, mit gegenseitigen, sondern auf einem ganz anderen Level eben nochmal starten könnt, ja, genau. Und weil hier ist einfach auch die innigen Gefühle angezeigt mit dem großen Glück. Und hier auch der König der Kelche, ja, der hier ja auch, sag ich mal, für einen Menschen steht, der auch an sich arbeitet. Das ist sowieso oft so, ja. Das heißt, wenn ihr beide ein starkes Band habt und du fängst an, dich zu heilen, ja, dann ziehst du energetisch sehr oft den anderen auch mit in dieser Heilung. So, dann lass uns mal schauen. Ja, und hier ist eben auch ein Mensch, dein Wunschpartner, ja, der hier auch wirklich tiefe Emotionen für dich empfindet. Und auch mit den Lilien habe ich hier das Gefühl, dass er ja schon auch wirklich, sag ich mal, romantische Gefühle zu dir hat, sich sehr innig zu dir fühlt und auch hingebungsvoll. Also der hat auch wirklich eine Anziehungskraft zu dir, ja, auch wirklich wohlwollende Gefühle. Aber wie gesagt, es ist hier noch eine Komplikation angezeigt, je nachdem, es kann bei dem einen das vielleicht auch berufliches Umfeld sein oder irgendwelche gesundheitlichen Probleme, aber auch unter Umständen eine dritte Person, was hier erst noch geheilt werden darf. Oder einfach, es ist sehr viel zwischen euch passiert, wo man erstmal vielleicht für sich selber ein bisschen Abstand braucht, um das zu heilen, um wieder auf einem anderen Level aufeinander zuzugehen. Aber die Gefühle hier sind definitiv da zwischen euch beiden, auch die Anziehungskraft ist hier da zwischen euch beiden, ja, genau, und hier haben wir die 5 der Schwerter, also ich habe auch das Gefühl, dein Wunschpartner, der macht sich hier auch sehr viele Gedanken über dich, ja, der hat hier schon auch viel Kopfzerbrechen, vielleicht auch ein schlechtes Gewissen dir gegenüber, vielleicht ist da irgendwas passiert, wo er nicht ganz fair zu dir war, ja, das weiß er jetzt hier auch laut Kartenbild, und genau, aber auf der anderen Seite, ne, also ich habe das Gefühl, die Gedanken, die in deinem Wunschpartner durchgespielt werden, ist A, irgendwo auf einer gewissen Art und Weise ein schlechtes Gewissen, oder so ungefähr, ah, was habe ich gemacht, ich habe vieles kaputt gemacht, und dennoch fühlt er sich zu dir sehr voller Halt, ne, also so tief verankert zwischen euch beiden. Du gibst ihm schon auch viel Halt und Stabilität, was er jetzt vielleicht zu dem derzeitigen Zeitpunkt erstmal verloren hat durch gewisse Herzverletzungen, die zwischen euch passiert sind. Und das macht ihn hier auch traurig, der denkt sehr viel nach, ja, und genau. Lass uns mal schauen, weil das Ass der Stäbe, das bedeutet hier auch eine neue Chance, die für euch ansteht. Also ich kann hier sagen zu der Frage, ja, guckt mal hier, der Hund, der hier noch auf das Ass der Stäbe liegt, ja. Und der Hund, der ist wirklich auch nochmal so ein Hinweis, dass man hier schon auch sich dir gegenüber, sag ich mal, oder ihr seid sehr zuverlässig zueinander. Also da ist so ein tiefer Halt, auch nicht nur die Liebe ist hier angezeigt, sondern auch eine tiefe Freundschaft ist zwischen euch angezeigt. Und ich habe auch das Gefühl, dass dein Wunschpartner dir auch immer helfen würde, wenn du ihn brauchst, ne? Also das ist hier tatsächlich angezeigt. Und auch so, als würde er sich mit dir zu Hause, ja, fühlen. Er vertraut dir einfach auch, was ich hier wahrnehme. Und wünscht sich hier auch, das Ass der Stäbe ist auch eine Chance auf einen Neubeginn, auch mit Wachstum vor allem, ja, dass sich das nicht irgendwie wiederholt. Wir schauen natürlich auch, war der Teufel hier an der Unterseite, da schauen wir auch nochmal rein mit einer Klärungskarte. Aber was wir hier eben auch haben, ist die 6 der Stäbe, die ja auch für einen Sieg
hinten steht. Jetzt lass uns mal schauen. Ja, und das Buch da drauf, ja. Also gibt es hier eine Chance für einen Neuanfang, würde ich jetzt ganz klar sagen, ja. Denn hier ist ein neues Kapitel für euch beide angezeigt, wo ihr beide endlich, wie gesagt, auf dem nächsten Level ankommen könnt. Wenn hier das Herz geheilt wird, wenn du es schaffst, wirklich komplett in die Selbstliebe zu kommen, dadurch den anderen auch mitziehst, weil du schaust mir jetzt hier natürlich zu, ja, und wirklich auch, sag ich mal, dich draußen, Anführungsstrichen, dein wahres Ich zu zeigen. Na, das heißt beispielsweise, weil oft ist es so in Verbindung, dann liebt man den einen zu sehr, man versucht sich anzupassen, um dem anderen es recht zu machen, aber dadurch tut man sehr oft sogar das Gegenteil erreichen, dass sich der andere entfernt und vielleicht unter Umständen sogar den Respekt verliert. Deshalb ist es ganz wichtig, dass du dir selber gegenüber den Respekt gibst, ja, dein wahres Ich zeigst und ja, dadurch richtet sich auch sehr viel. Aber hier ist einfach auch eine große Chance und ein neues Kapitel für euch angezeigt. Also ich würde hier sagen, ja, den Neuanfang gibt es, weil die Grundbasis der innigen Gefühle und der tiefen Liebe sind hier vorhanden. Dieser Mensch hat sehr viele tiefe Gefühle für dich, ja, und auch eine starke Anziehungskraft zu dir. Genau, wir haben hier an der Unterseite den Teufel. Lass uns da mal schauen, was da fallen mag. Das ist natürlich immer die Gefahr, dass nochmal in alte Muster zurückfallen, wenn man dann zusammengeführt wird. Wir haben hier den Klee, der steht ja an sich für ein kleines Glück, aber auch eine glückliche Fügung. Ja, aber wie gesagt, hier ist einfach auch nochmal die Warnkarte mit dem Teufel angezeigt. Das heißt beispielsweise, hier an der Unterseite haben wir übrigens den Schlüssel, ja sehr schön, der hier auch nochmal für Erfolg steht. Wichtig ist wirklich, wenn du jetzt beispielsweise an dir arbeitest, ja an deiner Selbstliebe, dass du dem auch treu bleibst, dass nicht wieder die Gefahr besteht vielleicht, wenn man zum Beispiel zusammenkommt, dann bekommt man wieder Angst, man könnte auseinandergehen. Gerade wenn zwei Partner eine Vergangenheit miteinander haben, dann können natürlich nochmal schneller Knöpfe gedrückt werden, weil man sich daran zurückerinnert, was schon mal schiefgelaufen ist. Und da einfach nochmal eine Vorsichtkarte. Das heißt, wenn ihr beide dieses neue Kapitel eröffnet, ja, wieder zusammenkommt, kommt, dass du deinem Ich, sag ich mal, wenn du an dir gearbeitet hast, auch treu bleibst, sodass ein gewisser Kreislauf oder eine gewisse Abhängigkeit von dem Partner nicht in Anführungsstrichen nochmal ja, sich einschleicht, ja, in eure Verbindung. Genau, sodass es hier etwas Langfristiges auch wird, weil an sich finde ich das hier sehr positiv, also wird es hier einen Neuanfang geben, sage ich 100% ja. Es kann unter Umständen sein, dass es noch einige Wochen dauert, kann, ja, aber in der Zeit wirklich die Gegenwart genießen, auch dir immer wieder klar machen, wer du bist, was du wert bist, was du verdient hast, und dann wird sich das hier auch ganz klar in eure Richtung entwickeln. Ihr werdet dann, ja, die Liebe wird dann hier quasi auch gewinnen, ja, weil die Festigkeit und die Liebe, die verbindet euch beide hier auch, und dieser Mensch, gerade hier auch mit dem König der Kelche, der empfindet sehr viel für dich, ja, das ist auch hier etwas ganz Ehrliches, von dem Herzen heraus. Natürlich gibt es dann auch manche Menschen, die dürfen dann auch lernen, auf ihr Herz zu hören und weniger auf ihr Ego oder Verstand. Und genau, aber hier ist einfach auch das neue Kapitel zwischen euch angezeigt. Ja, meine Lieben, dann schaut bitte, ob ihr in Resonanz damit gegangen seid. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like, einen Kommentar oder auch Abo. Dann macht's gut. Tschüss.